Du wirst sehen, so kommst du nicht ans Ziel, wie eine Schnecke, die auf einer Schildkröte reitet. Nicht so schnell, ich will ankommen, aber ich will lebendig ankommen. Hey, Mac, guck mal. Ja, alles bestens, ich bin nur... Oh mein Gott! Oh, Lois, dein Hund hat gekotzt. Peter Brian ist eindeutig krank. Du musst mit ihm zum Tierarzt. Unglaublich. Brian muss nur einmal kotzen und er rast zum Tierarzt. Ich habe heute die ganze Nacht durchgekotzt. Guter Anfang. Weiter so, Fettbacke. Peter, du musst sofort losfahren. Ich habe bestimmt nur was Falsches gegessen. Es geht mir gut. Tja, dann bleibt wohl nur ein Überraschungsangriff. Kann nicht so schwer sein. Immerhin war ich mal ein Schachtelpiet. Oh, Überraschung. Alle her, Familiensitzung. In diesem Haus gibt es zu viele Blähungen. Also wenn ihr ab jetzt einen fahren lassen müsst, zieht ihr die Hose runter und verwendet dieses Furzloch. Bist du verrückt? Lois, ganz cool, es ist nur ein Trick. Sobald Brian es tut, werde ich auf der anderen Seite sein und ihm das Zäpfchen reinschieben. Nein, absolut nicht. Ich will so auf keinen Fall leben. Glaubst du, Morgan Fairchild hat ein Furzloch in ihrem Haus? Morgan, der Coq au Vin ist göttlich. Aber sehr reichhaltig. Entschuldigen Sie mich kurz. Wo landen unsere Hollywood-Fürze? Ich habe gehört, die landen im Haus von Tom Sizemore. Morgan. Es ist schön, fernzusehen, wenn man nichts anderes zu tun hat, ha? Ja. Yeah. Komm her, du Idiot! Peter, was zur Hölle ist Kommando über dich? Hör auf, ich bin weg von mir! Das ist zu deinem Besten, also hör auf, dich so anzustellen! Wenn du meinen Arsch anfasst, bring ich dich um! Was zum Teufel? Du hast mich gebissen! Verdammt richtig, und ich mache es wieder, wenn du dich nicht von meinem Arsch fernhältst! Papa Brian, der Tierarzt sagt... Wow, was war das auf einmal? Das war intensiv. Ich fühle mich stärker als der Schoß einer Lesbe. Tut mir leid, Ma'am, wir parken keine Motorräder. Ha, nicht nötig. Lois, schenkst du mir Saft ein? Ich kann meinen Arm nicht heben. Ich glaub's nicht, dass Brian dich gebissen hat. Das ist so gar nicht seine Art. Oh, als ob du ihn so gut kennen würdest. Halt die Fresse. Oh, hey, Brian. Raus aus dem Stuhl. Lass die Eier stehen. Aber das ist mein Frühstück. Und nun ein Teenie-Film aus den 80ern an einer realistischen Highschool. Du wirst bei dem Karate-Turnier verlieren. Das glaube ich nicht. Ihr zwei macht Karate? Ihr seid voll die pissigen Loser. Morgen, Sir. Nun, Peter, nachdem du hier schon fernsiehst, nehme ich an, du hast alle meine Aufgaben erledigt. Allerdings, ich habe den Postboten verscheucht, die Katze von Quagmire bedroht und sogar für dich dein Bad genommen. Ich hol jetzt nur schnell das Shampoo. Es wird nicht rausgesprungen. Ah, er hat Rupert! Hey, aus! Aus!